ist im Endeffekt das zweite, der zweite Lifehack, wenn man so sagen will. Kerzenwachs. Billigste Methode, um Barrels dann etwas griffiger zu kriegen. Oder die Griffigkeit anzupassen. Und das kann man mit jedem machen, das kann man auch hier machen. Ne? Der ist zwar schon ein bisschen griffiger, aber manchmal hat man vielleicht schwitzige Hände. Dann kann man das einreiben und schon ist er griffiger. Ja, hallo, das war ein Ausschnitt aus einem meiner Videos, mittlerweile 5 Jahre alt, zum Grip, der ja wie gesagt auch sehr wichtig ist. Ja, einen guten Griff am Barrel muss man schon haben. Man kann ihn wie gesagt mit Wachs verbessern, wenn er eben nicht genügend ist. Ich habe einige Darts, wo der Grip quasi häufig nicht ausreicht oder in den meisten Fällen nicht ausreicht. Da muss ich immer ein bisschen nachbessern mit Wachs. Das ist ja auch nicht weiter tragisch. Viel tragischer ist es, wenn der Barrel viel zu viel Grip hat, wie zum Beispiel bei diesem Barrel, wo also diese Griffzone schon so heftig ist und so scharf ist, dass die Haut quasi dran hängen bleibt. Der Dart klebt quasi an der Haut und löst sich gar nicht mehr richtig von der Haut. Und dann kommt es eben dazu, dass der Dart anfängt zu taumeln, Spiralen in der Luft macht, und das ist natürlich alles andere als gut. Da habe ich 2 Darts davon gehabt, da musste ich den Barrel quasi entschärfen, entgraten, weil ansonsten wirft man dann solche Korkenzieher, und das ist der Zielgenauigkeit sehr abträglich. Ja, hier kommt nochmal ein schöner Ausschnitt. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen mehr geworfen, habe also auch ein bisschen Probleme jetzt mit dem Arm, und mittlerweile kann ich das mit meiner Technik des Ziehens und des Zielens ausgleichen und schaffe dann trotzdem eine 180 in irgendeiner Weise rauszuquälen. Naja, das ist dann so ein kleines Schmankerl am Schluss. Macht ja auch immer Spaß, und das ist ja auch das, wo man darauf hinarbeitet, dass man also regelmäßig seine 180 werfe, und das habe ich, wie gesagt, jetzt auch mittlerweile drauf. Auch wenn der Arm eben nicht mehr will, richtig, und lahm ist und also meist das meiste daneben geht oder nicht vieles daneben geht, die 180 kriegt man dann doch hin. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.